Servus Leute, ich möchte heute mit euch über meine Eindrücke, meine ganz frischen Eindrücke einer euch vielleicht oder wahrscheinlich schon bekannten Geschichte mit euch darüber reden. Und zwar Der goldene Kompass von Philip Pullman. Tja. Ihr kennt vielleicht den Film und ihr habt vielleicht auch schon die Bücher gelesen. Ich meine, es ist ja auch ein Bestseller. Ich lese euch trotzdem mal ganz kurz vor, was hier so drin steht. Lyra Belacqua heißt das Mädchen nämlich. Lyra wächst in einem College in Oxford auf. Eines Tages bekommt sie Besuch von ihrem Onkel Asriel, der für eine Expedition in den hohen Norden werben will. Er zeigt den Wissenschaftlern unglaubliche Bilder von dem, was er dort zu finden glaubt, einer anderen fantastischen Welt. Nach seiner Abreise geschehen merkwürdige Dinge. Ein Kind nach dem anderen verschwindet. Ob das mit der Expedition zu tun hat, als es auch Lyras besten Freund trifft, macht sie sich selbst auf in den Norden und findet tatsächlich die Brücke zwischen den Welten. Mutig wagt sie den ersten Schritt. Tja, das ist der erste Teil. Der goldene Kompass. Und ja, da gibt es noch zwei weitere Teile. Das magische Messer, ja, und das Bernstein-Teleskop. Das hier. Ja, um was geht's? Lyra Belacqua, die wächst in einer anderen Welt auf, also nicht in unserer Realität. Bei denen gibt es sowas wie Daemons, also das sind so das ist im Prinzip so eine Art Seelenwesen, das mit einem verbunden ist, das sich in unterschiedliche Tiergestalt verwandeln kann, solange man noch ein Kind ist, und wenn man erwachsen ist, legt sich dieser Daemon in eine bestimmte Tiergestalt fest, die mehr oder weniger ein bisschen die Charaktereigenschaften, die seelische, den Ausdruck, den Spiegel der Seele so ein bisschen darstellt. Und Lyra, muss da ganz schön heftige Abenteuer bestehen, denn sie geht da auf die Reise, um ihren Freund wiederzufinden, der entführt worden ist. Ja, so viel kann ich jetzt gar nicht, will ich auch gar nicht über die Geschichte erzählen. Zum einen würde ich, glaube ich, falls ihr die Geschichte noch gar nicht kennt, viel zu viel spoilern. Und zum anderen, die Geschichte ja schon kennen, denen erzähle ich ja nichts Neues. Diejenigen, die nur den Film gesehen haben, denen muss ich echt sagen, dass der Film noch nicht mal das ganze Buch Der goldene Kompass beinhaltet. Also selbst da von Der goldene Kompass, da fällt der komplette Schluss. Der kommt im Film eben gar nicht vor. Deswegen könnt ihr ehrlich gesagt auch den Film total vergessen, denn der ist im Gegensatz zum Buch, also muss man nicht gesehen haben, auch wenn die eigentliche schauspielerische Leistung von Lyra Belacqua, also von der Schauspielerin, die die spielt, ganz ordentlich war, aber die Umsetzung des Drehbuchs vollkommen von Arsch.
Tja, was hat mir jetzt gut gefallen? Ja, ich fand den ersten Teil, der Goldene Kompass, echt stark. Das ganze Konzept, die ganze Idee hinter dem Ganzen fand ich echt cool. Auch die ganzen unterschiedlichen Wesen, die da drin vorkommen, ob das jetzt diese Panzerbären oder die Hexen, die Ägypter und alles, was da drin so vorkommt, wobei die Ägypter ja keine Wesen, sondern auch Menschen sind. Ja, das ganze Konzept fand ich echt cool. Und ich fand auch den zweiten Teil wirklich stark. Ich lese eigentlich einfach mal kurz das hier auch noch vor. 10 Jahre ist es her, dass Wills Vater bei einer Polarexpedition verschwand. Jetzt plötzlich interessieren sich zwielichtige Gestalten für den Forscher und für Will. Doch der Junge findet durch Zufall das perfekte Versteck, eine andere Welt. Hier begegnet er Lyra, die wie er einem großen Geheimnis auf der Spur ist. Gemeinsam geraten sie in einen erbitterten Kampf, bei dem die Zukunft ihrer Welten auf dem Spiel steht. Also ihr seht schon, im zweiten Teil kommt eben Will mit ins Spiel. Der Will, der ist aber aus dem England, unserer Realität, unserer Welt. Und der findet einen Spalt, ein Tor zwischen den Welten, als er gerade auf der Flucht ist. Und da trifft er tatsächlich Lyra. Die ist nämlich auch eben auf einer Art Brücke durch die Welten in eine andere Welt geraten. Und beide treffen sich quasi in der Mitte, in einer dritten Welt und bestehen dort Abenteuer und überhaupt. Und müssen sich vorbereiten auf einen großen Krieg und lernen eine Physikerin kennen, wiederum in Wills Welt, denn die wechseln da ab und zu mal hin und her. Also das ist sehr spannend und richtig cool gemacht, ja. Und das sind noch ein Religionsministerium, das nicht will, dass das und das passiert und Ketzer und Tod und Teufel und so. Und es stellt sich dann heraus, wer die Eltern von Lyra eigentlich wirklich sind und ach Gott. Aber ich verrate schon wieder zu viel. Das alles ist eigentlich bis da immer noch richtig toll und es passieren so viele coole Dinge. Bis dann auch das Bernstein-Teleskop, da will ich jetzt gar nicht wirklich groß was vorlesen. Dann die Anfänge von das Bernstein-Teleskop, da komme ich noch so halbwegs irgendwie mit. Da kommt mir einfach, wie will ich das jetzt sagen? Ich liebe Fantasy, ja, und oftmals kann es mir da gar nicht verrückt genug sein und so. Aber es kommt immer so ein Punkt, wo ich dann bei manchen Autoren denke, ach komm, hey, was soll jetzt das? Muss das jetzt sein oder passt das überhaupt und so? Und da bin ich gerade beim Bernstein-Teleskop, beim dritten Teil,
oftmals an einen Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, oh, also so der ganze Part mit den Engeln und Allmächtiger und Gott und Himmel und überhaupt. Und puh, dachte ich mir, also nee. Das Konzept fand ich einfach doof. Ich fand das Konzept zum Beispiel richtig genial, wiederum in die Welt, in die die Physikerin sich verschlagen oder wo es die Physikerin hin verschlagen hat. Die Welt war richtig cool und diese Wesen, die da, richtig geil. Also toll. Aber das war so von einem boah, geil ins boah, komm. So hin und her, so von wechselndem Kapitel, wo du dir dachtest, ach, was? Ja, vor allem, als wir dann an den Punkt, sagen wir mal, als wir den Punkt in der Unterwelt betreffend erreicht haben, da war ich schon ein paar Mal kurz davor, dass ich einfach das Buch zumache und es weglege und mir denke, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich habe mir dann aber immer noch ein Herz gefasst und mir gedacht, nee, eigentlich ist es zu gut, um jetzt einfach zuzumachen. Jetzt hast du schon 2,5 Teile gelesen. Jetzt machst du auch vollends fertig. Und es waren auch dann wieder richtig coole Passagen dabei, bis ich dann kurz vors Ende kam und dann mir gedacht habe, ach komm, wenn du jetzt nach dem ganzen Heckmeck und so kein ordentliches Ende zusammenbringst, dann bin ich jetzt echt sauer. Und ich bin jetzt echt kurz, vielleicht 5 Minuten, nachdem ich den dritten Teil des Bernstein-Teleskop zugemacht habe und fertig war, da ich jetzt das Video anfange, also ich bin immer noch fast sauer und ein bisschen geladen, muss ich sagen, über dieses Ende. Es ist absolut nicht zufriedenstellend. Wie man das jetzt, als ob das jetzt ein Happy End oder kein Happy End, das muss jeder für sich entscheiden, wie er das empfindet. Ich finde, egal, ich habe das schon immer gesagt, egal, ob du jetzt ein Happy End oder kein Happy End hast, das Ende soll rund sein. Ja? Und ich muss als Leser damit zufriedengestellt sein. Das muss das Ziel von einem jeden Autor sein, meinen Leser zum Schluss das Buch zu klappen zu lassen und sagen, ja, okay, das ist in Ordnung. Ob das jetzt dann schlecht, also ein negatives Ende oder irgendwas Schreckliches zum Schluss noch passiert, das ist egal. Oder ob das jetzt ein wahnsinnig Happy End ist oder irgendwie so. Das ist gar nicht wichtig. Du musst aber ein zufriedenstellendes Ende schreiben. Ja? Und das hier ist nicht zufriedenstellend. Das ist einfach wieder doof gemacht. Das ist nämlich, es liegt hier ein gewisser Punkt vor, ja, den der Autor mit einem kleinen Kniff hätte nämlich so machen können, dass es für den Leser ein zufriedenstellendes Ende gibt. Ja? Denn mit ein bisschen Fantasie hätte man will von mir aus irgendeine Fähigkeit geben können oder was der Geier,
dass das eben für den Leser befriedigend ausgegangen wäre. Oder der Engel, der da zum Schluss noch aufgetaucht ist, hätte sagen können, ja, das passt und es ist in Ordnung, dass das und das so und so ist. Und ihr könnt juhu und alles ist so, dass der Leser zufrieden ist. Was auch da immer jetzt passiert. Ihr, die das Buch und die Geschichte kennt, ihr wisst genau, was, von was ich jetzt rede. Und botanischer Garten hin oder her und Pipa und Po, das ist einfach doof, wie das zum Schluss ausgeht. Denn wie gesagt, man hätte mit einem kleinen Dreh, mit einem ganz kleinen Kniff eben die Möglichkeit schaffen können, dass der Leser zum Schluss auch nach den ganzen Berg- und Talfahrten zufrieden gewesen wäre. Ja? Und so ist es nicht. Oder ein Großteil, würde ich denken, ist mit dem Ende nicht zufrieden. Definitiv. Und das machen so viele Autoren immer wieder, denken, ja, das, man muss ja das vielleicht irgendwie anders, bla bla bla. Und so, ja, dann ist es schon in Ordnung, aber macht das Ende rund. Macht das Ende rund. Dann ist ja in Ordnung. Wenn das Sinn hat, aber dann musst du deinen Leser darauf hinführen, wenn du schon ein nicht so gutes Ende schreibst. Und so eine Happy End, das darf auch nicht nur so aus den Wolken zum Schluss fallen, ne? Wo du denkst, ja, warum ist das jetzt gut ausgegangen, obwohl es die ganze Zeit so ausgesehen hat, dass es schlecht ausgeht. Ja? Nur mal ganz noch zum Schluss mal den so einen Plot-Twist reinmachen, so juhu, ich bin ein kreativer Autor. Nee, eben nicht. Macht das Ende rund und dann passt es, ja, dass das sinnig ausgeht, fließend, ja, und zur Geschichte einfach passt. Und in der Geschichte sind so viel fantastische Dinge und Sachen passiert, dass man da auch noch irgendeine fantastische Sache einem hätte einfallen können oder passieren hätte können. Und wenn es ein magisches Tor wäre, das auf einmal die Hexen daherbringen oder irgendwie was, ja, durch das man dann durchreisen kann und nichts passiert und juhu, alles ist gut. Ja. Oder die Engel, ja. Die müssen schließlich auch irgendwie von einer Welt in die andere kommen. Ne? Also, hätte bestimmt irgendeine Möglichkeit gegeben. Ja. Aber wie gesagt, es ist immer wieder, der verbocken immer wieder irgendwelche Autoren mit diese Umsetzung. Genauso wie es jedes Mal wieder irgendwelche Drehbuchautoren zum Beispiel verbocken, so ein tolles Buch richtig umzusetzen, weil sie sich dann wieder denken, ich muss mir... Ja, beste Beispiel, die Umsetzung zum Beispiel von der Edelstein-Trilogie, die ich erst vor kurzem wieder gelesen habe und mir erst mal vor kurzem wieder die Filme angeschaut habe. Und ich muss da echt erschrecken, so im Nachhinein, nachdem ich die jetzt mal wieder angesehen habe, schrecklich, der Drehbuchautor, sowas von schlecht, ja, unglaublich. Ja, weil er sich denkt, ja, ich bin ja so kreativer Drehbuchautor, juhu, und muss jetzt ein geniales Skript, ein geniales Buch, das er schon hat, das er eigentlich nur noch als Drehbuch sinngemäß 1:1 umschreiben müsste, aber er ist ja so kreativ, und bringt wieder diesen und jenen Scheiß mit in
ja, seinen Film, dass er im Endeffekt das ganze Projekt verhunzt. Ja, was ist jetzt mein Resümee von der Goldene Kompass oder diese Trilogie vom Goldenen Kompass? Die ersten beiden Teile richtig supi, haben mir unheimlich gut gefallen, auch wenn ich trotz allem für beide nur 11 von 15 möglichen Punkten gebe. Und für das Bernstein-Teleskop gebe ich ehrlich gesagt nur 9 Punkte, weil mich da viel zu viel immer wieder aufgeregt hat und das Ende und der Schluss einfach unheimlich unbefriedigend war. Hätte man einfach besser machen müssen und können sowieso. Ja, trotz allem habe ich mich gefreut, es jetzt endlich mal gelesen zu haben. War auf jeden Fall keine verschwendete Zeit, auch wenn ich mich jetzt ein bisschen geärgert habe. In diesem Sinne, lest mal wieder was.